Hallo und herzlich willkommen, ich bin es, Onkel Bogi, und du hast bestimmt mitbekommen, seit dem 6. Dezember, 7 Days to Die, Alpha 20 Experimental. Da habt ihr bestimmt direkt draufgeklickt und habt euch gedacht gehabt, oh, ich starte jetzt 7 Days to Die, die Alpha 20, die lasse ich mir nicht entgehen. Und was ist passiert? Ha, Pustekuchen, Alpha 19.6, Bild 8 ist noch weiterhin aktiv. Aber wenn ihr die Experimental spielen wollt, werde ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr das denn könnt. Aber erstmal grundlegend, was bringt denn die Alpha 20 so mit sich? Ich meine, ihr könnt euch selbst die Release Notes mal anschauen, aber hier sind so mal ein paar die Haupt-Key-Facts, zum Beispiel, dass wir eine neue Kartengenerierung haben, mit dem andere Städte, Stadtteile oder Teilesysteme gespawnt werden und das Ganze halt ein bisschen überarbeitet wurde. Wir haben über 200 Point of Interest, die dazugekommen sind, also 200 neue. Ja, das heißt, wir sind jetzt hier bei 550 entdeckbaren Locations in Summe. Dann gibt es halt Stadt-Improvements. Wenn ihr euch reingeht, werdet ihr sehen, das sind so Sachen wie Leitplanken, andere Zäune etc. Ja. Wir haben 25 neue überarbeitete HD-Charaktere, 6 neue Waffen, die dazugekommen wurden. Und was hier, finde ich sogar noch mit, ist eins der entscheidenden Sachen. Wir haben hier das Blockmenü wurde geändert. Also ihr kennt es ja vorher noch, ihr hattet ja vorher die Wahl bei Blöcken, was ich, Säulen, eckige Blöcke, halbe Blöcke etc. Da gibt es jetzt die neuen Shapes, ähnlich angelehnt an Empyrean. Vielleicht kennt ihr wahrscheinlich Empyrean Galactical Survival. Da habt ihr ja auch schon andere Wand-Improvements gehabt, Rohre, die ihr hinbauen könnt, schmälere Stangen etc. Die sind jetzt auch hier, beziehungsweise sogar noch in einem erweiterten Umfang, nun auch in 7 Days verfügbar. Es gibt übrigens hier auch eine Robotikdrohne und so weiter, um extra Sachen zu tragen, einen zu heilen etc. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich habe mir nur mal so grob über ein Video geschaut, aber es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Änderungen drin, die super interessant sind, und wenn du dir das mal anschauen möchtest, zeige ich dir nun mal, wie du das Ganze umstellen kannst auf die Alpha 20. Aber wie kommt ihr denn jetzt nun auf die Alpha 20? Das ist recht einfach. Ihr macht einen Rechtsklick in eurer Steam-Bibliothek hier auf 7 Days to Die, Eigenschaften, wählt den Tab Betas und dann seht ihr erstmal Betas, die ihr teilnehmen möchtet, keine. Okay, denkt dran, wir sind in 19.6b8 haben wir ja. Jetzt klicken wir drauf und dann sehen wir, oh guck mal, es geht bis 19.5 in der Liste. Hier unten 8.8.9.3 ist falsch von der Sortierung, beziehungsweise ist wegen den Zahlen da halt gelandet. Und dann fragt man sich so, warte mal, aber Alpha 20 ist doch gar nicht drin. Alpha 20 verbirgt sich hier unten unter der Latest Experimental Unstable Build. Wenn dann spätere Versionen kommen, wird dann auch der Alpha 20 Tab hier oben auch reinwandern. So, übrigens eine kleine Info an der Stelle. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in der 18er Alpha ein gutes Safe Game hattet und ihr wollt mit euren Mates unbedingt weiterspielen und habt da tausende von Stunden reingesteckt und seid schon bei Tag 10.000 und die Zombie-Horden fallen über euch her und ihr habt ein riesen Imperium aufgebaut und ihr denkt euch so, Mist, mit der 19.6 kann ich diesen alten Safe Games ja gar nicht mehr spielen. Ihr könnt hingehen und hier halt auf eine ältere Version gehen. So, was müssen wir machen? Also wir wählen jetzt erstmal die Latest Experimental an, Unstable Build, das heißt, hier kann es auch mal zu Abstürzen etc. kommen, weil ist ja noch nicht released, ist ja einfach Unstable. Ihr wählt es an und seht schon in dem Moment, ohne dass ihr jetzt hier okay oder irgendwas drückt, weil das habt ihr gar nicht zur Auswahl, das Spiel fängt an, sich runterzuladen. Jetzt ist es so, dass die 19.6 ca. 10,5 GB, also 10,6 GB groß ist, das kann bei euch variieren. Wenn ihr zum Beispiel noch Modpacks mit drin habt etc., dann oder großen HD-Modpack oder so, dann ist es auch mal größer, je nachdem, weil die Mods liegen gegebenenfalls mit in dem Ordner drin. Hängt ganz immer ab davon, welche Mods ihr dann verwendet. Aber denkt einfach dran, dass ihr genügend Speicherplatz mit einplant. Dann könnt ihr das Ganze einfach schließen und werdet hingehen und hier die Version installieren. Er sagt jetzt 3,2 GB, das glaube ich jetzt noch nicht so wirklich, aber das wird sich zeigen. Und dann schauen wir mal, was da gleich draus wird. Nachdem der Download abgeschlossen ist, sehen wir nun 7 Days to Die, Latest Experimental. Mit Rechtsklick Eigenschaften, Lokaldateien, nur mal rein informativ, müsst ihr nicht überprüfen. Das ist jetzt nur mal, dass ihr seht, wie es von 10,6 GB auf 13,3 GB angewachsen ist. Nun, dann gehen wir mal hin und starten mal das Spiel und lassen uns mal von der Alpha 20 überraschen. Nun wegklicken und rechts oben Alpha 20 Bild 218. Wenn ihr nun hingeht und Spiel fortsetzen wollt, mit eurer 19.6 zum Beispiel, sagen wollt, ah, ich will die 19.6 mal testen, ob da wie die neuen Gebäude aussehen, die sind da ja noch gar nicht drin. Das heißt, ihr könnt es gar nicht anwählen und starten klicken, ist nicht kompatibel, deswegen ist es auch rot zu sehen. Ihr müsst zurückgehen, ein neues Spiel starten, euch jetzt eine neue Welt generieren, eine Zufallswelt oder die Navgas
und ihr könnt einfach hingehen, dann das Spiel erstellen und könnt euch ein bisschen die Alpha 20 anschauen. So, wenn ihr dann genug geschaut habt und sagt, okay, war ganz nett, ich möchte gerne wieder auf die 19.6b8 zurück, ist ganz einfach, auch hier wieder Rechtsklick Eigenschaften, Betas und keine auswählen und schließen. Dann fängt wieder der Download an und er lädt euch wieder die 19.6 runter. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Angst habt, oh, der Download läuft gerade, ich muss aber weg, ich will den Computer nicht anlassen, kann ich den runterfahren, ist das Spiel dann kaputt und so? Nein, könnt ihr machen. Steam pausiert es automatisch dann und lädt es dann beim nächsten Start dann wieder weiter runter. Wie gesagt, mit den Versionen könnt ihr hin und her springen, das ist gar kein Problem. Ja, wenn das Ganze dir geholfen hat, lasst doch gerne mal ein Like da, schreib mir doch mal in die Kommentare, was du allgemein von der Alpha 20 hältst, und wenn du dich für weitere Videos von mir interessierst, dann bei mir gibt es halt noch Gaming-Equipment oder auch Gaming-Content bzw. Tutorials zu spielen, dann abonniere doch gerne den Kanal und die Glocke, dann bekommst du auch Benachrichtigungen, wenn neue Videos verfügbar sind. Von daher wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, danke fürs Einschalten und bleibt gesund. Bis dann, euer Onkel Boogie, ciao!